Hello bei Red 2016, dem großen Jahresrückblick der Stars. Was für eine emotionale Achterbahnfahrt dieses Jahr, oder? Ja, und wir sagen willkommen zu einem Trip durch die schönsten, die aufregendsten und die emotionalsten Geschichten des Jahres. Oh ja, und bei ihm hier zum Beispiel fahren 2016 wirklich alle gerne mit, ne? Kultmoderator James Corden. Also, einsteigen und anschnallen. Wir starten gleich mit unseren Wow-Momenten des Jahres. Ja, vielen Dank. Da ist er wieder, der Ohrwurm des Jahres. Aber der Mann macht auch einfach gute Laune. Ja, absolut. Ganz im Gegensatz zu den beiden hier. Kein Tag vergeht mittlerweile ohne Schlagzeilen zur Trennung von Sarah und Pietro. Aber dazu ist mittlerweile wirklich alles gesagt. Oder Schluss, Deckel drauf. Und deshalb beschäftigen wir uns jetzt mit den wirklich wichtigen Schlagzeilen des Jahres. Ja, den Anfang macht unser Lieblingspartyprinz Harry. Tja. Das war sie, ne? Die böse Überraschung des Jahres. Dabei hatten sich die Clintons ja schon so sehr gefreut, wieder ins Weiße Haus zu ziehen. Es gab aber auch gelungene Comebacks, Dory zum Beispiel und Tim Wiese. Ja, als Torwart trug er ja Gelfriese und rosa Trikot und wurde deshalb oft belächelt. Ja, aber wer zuletzt lacht, ne? Jetzt ist er nämlich wieder zurück. Und wie? Aufgepumpt mit nacktem Oberkörper und dem Kampfnamen The Machine. Ja, also wirklich, da kann man sagen, was man will. Irgendwie erinnert er mich immer ein bisschen an den unglaublichen Hulk. Und dann haben wir natürlich noch mehr unglaubliche Comebacks des Jahres. Ja, zum Beispiel Charlie Sheen, wie er zum Star einer Kondomwerbung wurde. Und er hier ist auf jeden Fall auch dabei, ne? So, da sind wir wieder zurück bei Red 2016, dem großen Jahresrückblick der Stars mit den Comebacks des Jahres. Ja, Charlie Sheen war ja eigentlich komplett am Boden. Abstürze, Ausraster, das Aus bei Two and a Half Men und dann auch noch die Diagnose HIV. Ja, doch in diesem Jahr, da hat er uns dann alle total überrascht mit einem ziemlich mutigen Werbespot. Ja, süß, wer hätte gedacht, dass mal Millionen Menschen nach der Pfeife von so einem kleinen Pfeifhasen tanzen. Von den lustigen und verrückten Geschichten kommen wir jetzt zu den Helden des Jahres. Ja, zu den ganz großen, berühmten, aber auch den kleinen, unbekannten Helden. Sie haben Menschen gerettet oder andere tolle Sachen gemacht und 2016 für sehr emotionale Momente gesorgt. Ganz genau, ne? Ich spreche dir ja aus Erfahrung. Liebe Angelique, mach lieber einen großen Bogen um den Olli. Der verarztet ja sehr gerne Tennisspielerin und Moderatorin. Tja, nicht mit Frauenhelden, sondern mit richtigen Helden geht's jetzt bei uns weiter. Wobei die Liste von Leos Liebschaften, die kann sich auch sehen lassen. Oh, allerdings. Oh. Hallo zurück bei Red 2016, dem großen Jahresrückblick mit den Stars und der Frage, wie macht man eigentlich einen viralen Internet-Hit? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Kamera an, eine verrückte Maske aufsetzen und fertig ist der Facebook-Hit. Steht dir. Sehr gut. Oder auch ganz einfach mal nichts machen und komplett stillhalten. Ja, mit Ziggy Stardust am Himmel steht 2017 ganz bestimmt unter einem besonders guten Stern. Unbedingt. Und deshalb freuen wir uns jetzt auch umso mehr auf das neue Jahr, oder? Kommt gut rein, lasst es ordentlich krachen, wir tun's auch. Wir sehen uns dann mit Red im Februar wieder. Bis dahin eine super gute Zeit. Tschüss. Ciao.